Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von den Openings und zwar dieses Mal zu dem Starterdeck Codebreaker, einem aktuellen Set, das vor 2 Wochen erschienen ist. Und hier bekommen wir unter anderem den Link Kuribo, der fast 5 Euro wert ist, was erstaunlich ist, weil das ganze Deck hier nicht viel mehr als 5 Euro wert ist, aber egal. Auf jeden Fall ist es ganz witzig, dass wir die Karte jetzt endlich mal bekommen werden. Die war ja bisher eine Shonen Jump Promo, was sehr viele Leute sehr aufgeregt hat, aber jetzt haben wir sie auch im TCG endlich mal und das ist halt ein sehr wichtiges generisches Link-Monster. Und ansonsten bekommen wir auch einen neuen Codiersprecher und generell so ein paar neue Cyberse-Karten und halt sehr viele interessante Reprints für Anfänger. Und ja, danke an Gate of the Games für dieses Sponsoring hier, so wie immer. Denkt bitte an die Rabattcodes, damit das Ganze sich für Gate of the Games auch lohnt. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was wir denn so Schönes bekommen werden. Ich werde erstmal 2 von den Decks an die Seiten legen und dann würde ich sagen, machen wir eins zusammen auf. Und ich lese erstmal hier kurz den Text, der dabei steht, wie immer. Starterdeck Codebreaker erklärt die Grundlagen des Duellierens mit Karten, die leicht verständlich und stark sind. Neue Duellanten können die Grundlagen von Linkbeschwörungen mit Codiersprecher Linkmonstern erlernen und dieses Starterdeck dann als Basis verwenden, um ihr eigenes einzigartiges Deck zu bauen, indem sie weitere Cybersmonster und Codiersprecher Linkmonster sammeln. Ja, korrekt, auf jeden Fall. Das können sie tun. Also für Anfänger ist das hier auf jeden Fall eine gute Sache. Wir bekommen hier auf jeden Fall auch einige schöne Staple-Karten wie Torrential, Spiegelkraft, Ruf der Gejagten und so weiter, Wiedergeburt. Wird auf jeden Fall ein Fest, würde ich sagen. Und ich mache das Ganze jetzt mal mit euch zusammen auf. Und wir öffnen das Ganze wie immer auf der Unterseite, weil diese Dinger hier extrem dämlich verpackt sind. Aber ist ja auch irrelevant. So. Unten geht das Ganze nämlich schön auf. Und da würde ich sagen, lege ich das Ganze jetzt hier mal einmal ins Bild. Aber bevor wir jetzt das Ganze hier durchschauen werden, mache ich erstmal die anderen beiden in einem kleinen Schnitt auf, sodass wir das Ganze nicht dreimal ertragen müssen, weil das Ganze unten aufzureißen tut mir in der Seele weh, ehrlich gesagt. So Leute, da hätten wir auch schon alles und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Einsteigeranleitung. Und ja, hier sind quasi alle Regeln drin, quasi für Anfänger erklärt, ganz simpel, mit allen Beschwörungsarten und so weiter, was man braucht, die ganzen Feldzonen erklärt und was weiß ich was. Auch Linkmonster natürlich, keine Frage. Sogar Ritualmonster sind erklärt. Guck mal, die gibt's auch noch. Okay, ich würde sagen, das ist schon mal ganz nett. Dann haben wir natürlich eine Unterlage, so wie immer. Die ist heute ziemlich schlicht gehalten, das habe ich schon gesehen in Videos. Und zwar ist die halt komplett orange quasi mit allen Zonen. Leider sind hier nicht die ganzen Phasen erklärt, also quasi die ja, Phasen eines Zuges, was für einen Anfänger eigentlich ganz praktisch wäre. Das war früher, glaube ich, immer der Fall, aber mittlerweile nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die Linkfelder so ein bisschen Platz wegnehmen mittlerweile. Bisschen schade, aber gut, so ist das halt. Und dann haben wir natürlich auch noch das Deck hier und das machen wir jetzt erstmal zusammen auf. Und zwar ist hier wieder so eine kleine Öffnungsflasche. Genau, ich habe sie gefunden. Perfekt. Ich lerne dazu, Freunde. Und dann können wir das hier vorsichtig öffnen. Ist halt immer blöd, ne? Also ich bin kein Riesenfreund von dieser Verpackung, ehrlich gesagt. Aber besser geht's wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber naja, okay. Wir starten zunächst mal mit den Holos. Und zwar haben wir zunächst mal die Karte Cybers Whitehead. Und das ist halt eine relativ stabile Special Summon. Falls du 2 oder mehr Monster mit demselben Typ kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst Cybers Whitehead nur einmal pro Spielzug auf diese Art und Weise als Spezialbeschwörung beschwören, was bedeutet, dass die Karte hier komplett brickanfällig ist, leider. Falls diese Karte als Linkmaterial auf den Friedhof gelegt wird, du kannst alle Monster, die der Gegner kontrolliert, bis zum Ende dieses Zuges 1000 ATK verlieren lassen, was halt auch okay ist, aber nichts wirklich Besonderes. Ist einfach eine Special Summon Karte. Ist, denke ich, ganz nett, aber nichts allzu krasses. Aber eine recht schöne Ultra Rare auf jeden Fall. Dann haben wir die Karte Transkodiersprecher, die ich persönlich ehrlich gesagt an die Front platziert hätte, aber gut, man kann nicht alles haben. Die Karte ist ein Link 3 Link Monster mit einem Pfeil nach oben, nach rechts und nach unten und wird beschworen mit 2 oder mehr Effektmonstern. Und sie hat folgenden Effekt. Solange diese Karte kreuzgelinkt ist, erhalten sie und ihre kreuzgelinkten Monster 500 ATK. Okay, dann geht sie hoch auf 2,8, was gar nicht mal so wenig ist. Außerdem kann ein Gegner keins von ihnen als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay. Du kannst ein Cybers Link Monster mit Link 3 oder niedriger in deinen Friedhof wählen, außer Transkodiersprecher. Beschwöre es als Spezialbeschwörung in deine Zone, auf die diese Karte zeigt. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen Effekt aktivierst, keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Cybers-Monstern, was leider eine ziemlich krasse Downside ist. Du kannst diesen Effekt von Transkodiersprecher nur once per turn einsetzen, okay. Die Karte ist halt wirklich nicht die Welt, ne? Aber für Anfänger ist es, denke ich, eine ganz coole Supportkarte für das Cybers-Thema, dementsprechend kann sich das schon sehen lassen. Dann haben wir die Karte Widget Kind und das ist halt eine Möglichkeit, um beispielsweise den Whitehead zu entbricken. Weil wenn die Karte genommen wird, darf sie was specialen aus der Hand und das ist durchaus nicht schlecht, aber leider specialt sie nicht vom Friedhof. Und das wäre halt wichtig, ne? Denn das Ding ist, wir haben halt schon genug Karten, die einfach von der Hand specialen können. Aber so langsam muss Cybers mal in die Richtung gehen, dass man wirklich sehr, sehr viel in einer Runde spammen kann. Konstant, auch immer wieder aus dem Grave und so.
Und das kann Widgetkind leider nicht machen, was sehr schade ist. Aber dafür kann die Karte auch getriggert werden, wenn sie gespecialt wird. Und das ist durchaus ganz cool. Auf jeden Fall eine solide Super Rare. Dann haben wir die Karte Cynet Wiederherstellung. Und das ist eine permanente Zauberkarte, die halt nur getriggert wird, wenn quasi Linkmonster sterben sollten. Was leider echt nicht so geil ist. Also ich denke, die wird sich nicht durchsetzen. Sehr langsamer Effekt. Und dann haben wir die Karte Pentest-Käfer. Und das ist quasi eine abgegradete Version von der Link-Spider, aber die ist halt nur halb so stark, sag ich mal, wenn überhaupt, weil die Karte wird gebaut aus zwei Effektmonstern, sie hat keine allzu krassen Pfeile und der Effekt mit dem Piercing-Damage ist halt auch nicht so krass, dementsprechend, naja, es geht besser, sagen wir es so, aber auch eine Super-Rare. So, dann bekommen wir ein neues normales Monster mit 2000 ATK und zwar den Leotron. Ein territoriales elektronisches Monster, das sein eigenes Gebiet bewacht, okay? Ja gut, mit seinen 2000 ATK kann es das auf jeden Fall tun. Wir bekommen ja aktuell sehr viele starke normale Monster und das ist mal wieder eins davon. Finde ich gar nicht mal so übel. Dann haben wir die Karte Textwechsler und die ist leider gar nicht mal so gut, wie ich finde, aber ich mag das Artwork ehrlich gesagt, so ein Frosch quasi im digitalen Raum. Once per turn, wenn ein Monster als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst den Angriff annullieren und dann ein normales Cybers-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof beschwören, was leider ultra langsam ist, deswegen ist die Karte leider nicht so stark, aber es ist auch mal wieder eine neue Karte. Und dann kommen wir jetzt zu den, naja, ich sag mal Karten, die wir schon gekannt haben. Wir haben zunächst mal die Karte Bitron, dann haben wir Ram Clouder, Link Schlechter, der echt gut ist, muss ich sagen, Sicherungssekretärin, dann Starterkommandant, quasi so eine Art Truppen im Exil, dann haben wir Clean Sect, wir haben Witzsoldat und da sind halt die ganzen Cybers-Karten, die hier quasi gereprintet werden. Nichts allzu krasses, sag ich mal, lege ich einfach mal hier dazu. Und da würde ich sagen, lege ich rechts einfach mal ein paar coole Staple-Karten hin. Wir haben als nächstes Flamwell Wache, interessanter Reprint, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen random irgendwie. Hat das einen richtigen Grund? Außer, dass die Karte als normales Monster ein bisschen harmoniert. Finde ich ein bisschen komisch irgendwie, aber gut. Dann haben wir Ungeheuer König Barbaros, den man hier durchaus rausbekommen kann mit drei Tributen. Und dann sprengt er das gegnerische Feld, glaube ich, genau, was ganz witzig ist. Aber Spielstärke ist leider was anderes. Dann haben wir die Karte Cyberdrache, was auf jeden Fall ein sehr schöner Reprint ist an dieser Stelle. Die Karte ist zwar nichts wert, aber sie ist sehr stark für einen Anfänger. Und wir bekommen ja aktuell durchaus sehr viel Cyberdragon-Support, von daher ist es gar nicht mal so scheiße, wenn wir quasi hier Cyberdragons bekommen. Und dann ziehen halt die Anfänger wahrscheinlich ein bisschen Cybernetic Horizon Booster, wenn sie quasi Geld zur Verfügung haben. Und dann ziehen sie eventuell ein paar Cyberdragon-Support-Karten und haben dann direkt mal so ein paar Cyberdragon-Karten am Start, was ich gar nicht mal so scheiße finde. Dann haben wir Exarion Universum, was normalerweise heutzutage scheiße ist. Aber Leute, für ein Starterdeck ist es, denke ich, okay. Und Leute, es ist sehr schön für Goldspieler. Dann haben wir die Karte Übelchar Mantragora. Die ist, finde ich, nicht so geil, aber auch ganz nett, gibt auf jeden Fall Schlechteres. Dann Marshmallow, naja, Crush-Effekte sind heutzutage keine Seltenheit mehr leider und deswegen gibt es auf jeden Fall Besseres, aber hey, es ist der gute alte Marshmallow. Dann haben wir Ryko, quasi als Menschenfresserkäfer, kann sich auch sehen lassen. Dann ein Battlefader, was ich sehr cool finde, quasi eine sehr gute Stall-Karte, negiert eine ganze Battlephase. Dann haben wir Flinke Vogelscheuche, quasi dasselbe in grün, nur etwas schlechter. Dann geht es weiter mit Cynet Universum, ein Fieldspell von den Cybers-Karten, die wir glaube ich schon kannten, deswegen denke ich dann einfach mal hier dazu. Nichts wirklich Heftiges. Dann haben wir Scapegoat, eine sehr, sehr coole Karte im Link-Format, keine Frage. Produziert 4 Tokens, das ist absolut genial. Dann haben wir die sogenannte Wiedergeburt, die ja mittlerweile wieder erlaubt ist. Auch eine sehr schöne Staple-Karte, die jeder besitzen muss. Dann geht es weiter mit einem Darkhold und die Karten sind mal wieder Ultra-Mint, deswegen rutschen die alle durcheinander. Darkhold ist eine sehr schöne Karte, um quasi das Board zu removen vom Gegner, dementsprechend auf jeden Fall auch sehr spielstark. Dann haben wir ein MST. Boah, wie die Karten rutschen, ne? Richtig schlimm. MST ist halt auch nicht so scheiße, ne? Wobei der mittlerweile gar nicht mehr so krass viel gespielt wird, ehrlich gesagt. Dann haben wir Book of Moon. Ist halt auch nicht übel für Anfänger. Also jetzt kommen quasi diese ganzen Karten, die ein Anfänger gerne spielen kann. Gemeinsam sind wir stark, ist vielleicht gar nicht mal so scheiße hier, denn wir bekommen hier quasi die Möglichkeit, sehr viele kleine Monster zu spammen und deswegen kann man hiermit schon recht stark werden, aber ist halt heutzutage nicht mehr so spielstark. Dann haben wir Kartenhändler, finde ich ein bisschen random, ehrlich gesagt, aber gut. Würde des Mächtigen finde ich auch random, Ego-Schub ist auch unnötig. Nachschubtrupp ist vielleicht ganz cool sogar, der Reprint, also mal schauen, vielleicht wird die Karte vielleicht mal gut, also sie hat schon Potenzial, theoretisch, sie generiert halt Kartenvorteil auf Dauer. Dann haben wir Cynet Regression. Kenne ich das schon? Das sagt mir gerade gar nichts. Falls du einen oder mehr Link-Monster als Spezialbeschwörung beschwörst, wähle eine Karte auf dem Feld, zerstöre sie, dann ziehe eine Karte. Okay. Ist halt leider eine Fallenkarte, ne? Ultra langsam, kann nur einmal getriggert werden. Wäre wahrscheinlich als permanente Zauberkarte ganz cool, ne? Doch, doch, wäre eigentlich ganz nice, aber ist es leider nicht. Dementsprechend nicht so cool. Dann haben wir die Karte Schattenzauber. Die war mal ganz cool, aber mittlerweile erwarte ich einfach so Karten wie Lost Wind in solchen Starterdecks, ehrlich gesagt. Deswegen Wayne. Dann haben wir Ruf der Gejagten. Okay, das ist, denke ich, ganz nett für einen Anfänger.
Dann haben wir ein Spiegelkraft, okay. Gibt bessere Spiegelkräfte. Ich hätte mir ehrlich gesagt hier die stürmische gewünscht, aber man kann nicht alles haben. Dann haben wir Torrential, ebenfalls ein sehr schöner Staple, mittlerweile wieder auf 3. Und einfach ein sehr guter Boardwipe, passt sehr gut zu dem Dark Hole, was wir eben schon gesehen haben, lege ich auch raus. Dann haben wir eine Buttonless Trap Hole, auch sehr, sehr schön. Wir haben die Schwerelosigkeit, die nicht so spielstark ist leider, aber dafür ein Kompuls. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den Link-Monstern, die hier quasi gereprintet werden, beziehungsweise auch teilweise neu released werden. Und zwar haben wir zunächst mal Deco Talker. Ist ja mittlerweile schon mehrfach gereprintet worden. Wir hatten im Starterdeck, im ersten Starterdeck von denen quasi eine Ultra-Rare-Version. Dann hatten wir eine Starfall, wir hatten eine Ultimate-Rare in diesen Tournament-Packs. Und jetzt haben wir hier quasi eine Common. Finde ich gar nicht mal so scheiße. Ist halt nach wie vor sehr spielstark, muss man sagen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann haben wir die Link-Spider, die durchaus bis heute sehr, sehr gut ist. Vor allem auch dank Scapegoat logischerweise. Und wir haben auch die Karte, wie gesagt, Linkuribo. Und das ist heute das absolute Highlight. Denn die Karte kann gebaut werden aus einem Monster der Stufe 1 und das ist halt unfassbar gut und generisch und damit können wir quasi konstant einen Pfeil nach unten erzeugen, was sehr, sehr schön ist. Also ich mag die Karte sehr, muss ich sagen. Und das freut mich ehrlich gesagt, dass wir die Karte endlich bekommen haben. Und sie hat sogar noch einen Effekt. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, ändere die ATK des Monsters deines Gegners bis zum Ende dieses Zuges zu 0. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, Schnelleffekt, du kannst ein Monster der Stufe 1 als Tribut anbieten, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung, was auch ein sehr cooler Effekt ist. Du kannst diesen Effekt hier nur once per Turn einsetzen, was sehr schade ist, aber gut. Die Karte geht so, wie sie jetzt ist, ungefähr 4-5 Euro und das vollkommen zu Recht, weil das ist halt mit Abstand die coolste Karte aus diesem ganzen Deck hier. Der ganze Rest ist für die Meta einfach irrelevant, sag ich mal. Also die Cybers-Karten sind halt nicht stark und die ganzen Stable-Karten hier, ne. Es sind einfach Karten, die hat jeder Spieler schon, aber Anfänger halt nicht und deswegen ist es sehr schön, dass sie quasi in einem Starterdeck nochmal re-released werden, was ich sehr schön finde. Okay, dann würde ich sagen, räume ich mal ganz kurz auf und wir schauen uns da mal an, was für coole Playsets wir dann haben, wenn wir das Ganze dreimal kaufen würden. So Leute, ich habe jetzt mal hier eine kleine Übersicht geschaffen, sag ich mal, über ein paar der Highlights und das hier ist auf jeden Fall echt ein cooles Deck, muss ich sagen, also für Anfänger ist das hier grundsolide, da kann man durchaus was Schönes draus bauen. Ich muss sagen, ich hätte mir noch etwas mehr Cybers gewünscht und etwas weniger Random Stuff, also Sachen wie Ego-Schub oder so, keine Ahnung, das lohnt sich einfach nicht, also bitte lasst das einfach raus. Die Flammenwellwache verstehe ich auch nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber ansonsten muss ich sagen, sind hier schon ganz coole Karten drin, also vor allem hier die Staple-Karten sind schön. Wir haben Linkuribo bekommen, wir haben die Core Talker schon wieder bekommen als Reprint, Link Spider ist auch sehr schön. Wenn man sich das Ganze hier quasi dreimal kauft, bekommt man quasi ein Playset Sündenbock und Link Spider ein Playset, was sehr, sehr nice ist auf jeden Fall für diverse Extra-Deck-Plays, also ein Anfänger kann hieraus auf jeden Fall was Schönes bauen und ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall auch ab und zu mal gegen seine Freunde eine Chance haben, würde ich sagen. Also ein cooles Fun-Deck entsteht hieraus auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Kauf wert für Anfänger. Für gute Spieler ist es halt nur dann lohnenswert, wenn man quasi sowieso ein paar Staple-Karten braucht gerade und wenn halt Linkuribo irgendwie interessant für einen ist. Aber ansonsten ist das Ganze halt für einen guten Spieler ziemlich irrelevant, weil hier ist halt nichts Meta-Relevantes drin, außer halt der Kuribo. Und deswegen ist halt auch der Kuribo die einzige wertvolle Karte aus dem Set. Macht ja auch Sinn. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt nochmal bei Gate to the Games für dieses schöne Opening hier. Denkt bitte an die Rabattcodes und dann würde ich sagen, könnt ihr mir gerne eure Meinung zu dem Deck hier in die Kommentare schreiben. Ich finde es ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ich mag diese Link-Starter-Decks und ich würde sagen, wir schauen mal, was denn dann so bald noch so auf uns zukommen wird mit Starter-Decks. Aber ich denke, Konami ist da eigentlich auf einem ganz guten Weg, weil das ist schon ein recht starkes Deck, muss ich sagen, für den Anfang. Und wie gesagt, teuer ist es auch nicht.